Wenn du deinen Job beschreibst, Freunden, Bekannten, was sagst und was sind die kuriosesten Antworten gewesen bis jetzt? Ich sage, dass ich im Gehörlosen-Service für den Teletext arbeite. Das ist die kompliziertere Antwort, wo keiner weiß, was wir genau machen. Wenn ich sage, dass ich in der Untertitelung arbeite, kann sich jeder ungefähr was vorstellen. Die Standardantwort ist, ob wir im Keller sitzen oder Büros mit Fenstern haben. Die erste Antwort. Die zweite ist... Echtes Fragelehrt. Ja, Fragelehrt. Zweite ist, ob wir... Ja, wir zahlen GIS-Gebühr. Privat. Ob wir privat GIS... Wir sind nicht befreit. Das ist nicht über der Polizei, wenn du den Ausweis zeigst, dass du Strafzettel zahlen musst. Okay. Wir sind nicht befreit, wir müssen zahlen wie alle anderen. Okay. Aber was wir wirklich machen, können sich eigentlich die wenigsten vorstellen. Diese Untertitelung hat man ein Bild im Kopf, dass man im Keller sitzt, eine fertige Sendung bekommt und abschreibt. Und was wir machen, wie du dann sehen wirst, ist, dass wir versuchen, dem Live-Ablauf einer Nachrichtensendung folgen, dass wir das mischen mit Respeaken, das heißt mit dem Sprachprogramm arbeiten, versuchen, die Texte einzukürzen, also eine 1:1 Untertitelung. Es gab Experimente dafür, aber es sind zu viele Untertitel. Man kann nicht nehmen, die Lesegeschwindigkeit folgt den vielen Untertiteln nicht. Das heißt, wir machen keine 1:1 Untertitelung, das heißt, es muss jeder Untertitel muss ein bisschen bearbeitet. Der Sinngehalt sollte erhalten bleiben. Der Schmäh, wenn einer vorkommt, versuchen wir rüberzubringen. Wir müssen quasi den Text adaptieren für unsere Gehörlosen, dass der Informationsgehalt drin bleibt und sie trotzdem gute Untertitel bekommen. Das ist das, was wir hier machen.